Jetzt so ein wärmender Geldregen, das wäre doch schön, so als verspätestes Ostergeschenk. Wenn Sie mitgespielt haben, klappt es vielleicht jetzt. Die Umweltlotterie, genau. Heute ist der 26. April 2019. Und es gilt auch heute wieder die Frage, wer kassiert den Hauptgewinn? Wenn Sie mitgespielt haben, dann haben Sie einen Spielschein. Da steht eine Los-ID drauf. Und hoffentlich ist es genau die, die jetzt hier auftaucht. Nämlich. Die 51664. 51664, die Los-ID des Hauptgewinners oder der Hauptgewinnerin. Und wie immer stellt sich die Frage, was für eine Postleitzahl steht wohl auf diesem Hauptgewinn. Spielschein drauf. Es ist eine Hochtaunuskreis-Postleitzahl. Wenn Sie ebenfalls eine Hochtaunuskreis-Postleitzahl angegeben haben, haben Sie auf jeden Fall gewonnen. Darüber hinaus gibt es eine Menge andere Gewinner in Hessen. Wie viel gab es denn heute oder gibt es heute? Der Hauptgewinn sind 10.000 Euro. Darüber hinaus einmal 2.500 Euro. 4x500 Euro, 54x50 Euro, 241x10 Euro und 948x5 Euro. Und es gibt natürlich Geld für Umweltprojekte. Und die Gewinner der vergangenen Wochen haben sich dafür entschieden. Den Steinkautschutz im Kreis Groß-Gerau. Der Nabu-Kreisverband Groß-Gerau erhält 5000 Euro. Herzlichen Glückwunsch. <laughs>